Hallo, herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 für euch im neuen Jahr. Für euch dürfte heute ein Neujahr 2021 sein. Ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert, ihr seid gut reingefahren. So. Wer von euch hat Feuerwerk gemacht? Wer hat sich Feuerwerk besorgt? Das habe ich letztes Jahr schon gefragt. Also gestern. So. Okay, wir haben hier bei Gothic 2 mit Returning, haben wir gestern, also noch am letzten Tag des Jahres, Esteban umgehauen. Weil das ist ja 2021, kann ich solche Halunken hier einfach nicht gebrauchen. So. Und bevor wir hier weitermachen, gehen wir erstmal nächtigen. Das wird mir gerade so arg dunkel hier. Und dann reden wir erstmal hier zwecks des Kommentars von Veles. Ich grüße dich nochmal. Mit einem der Wassermagier. Ich weiß nicht, wie du schlafen. Ah, dann geh doch pennen. Du Penner. So, 2 Stunden bitte schlafen. Dankeschön. So, wunderbar. Ich gehe schlafen. So. So, wir müssen auch irgendwo noch einen grünen Novizen herbekommen. Wo kriegen wir einen grünen Novizen her? Was machen wir heute? Goldmine. Wir machen mal Goldmine daraus. So. Mit welchem Wassermagier muss ich jetzt darüber sprechen? So, naja, gut. Wir wollen ja nicht alles vorgekaut bekommen. Erstmal reden wir mit dem hier. Hey. So, Merdarion. Guck mal hier. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Jo. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Danke. Jetzt laufen sie wieder alle. Mhm. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Jo, hier jo. Hast du ein paar Goldmünzen. Ja, gib mir viel. Gib mir reichlich. So. Ich will ja nicht gierig erscheinen, aber gib mir alles, was du hast. Was brauchst du? Geist gesehen, lehre mich die fremde Sprache. Die kann ich doch. Mich die fremde. Es gibt. Jo. So, mit dem nicht. So, Myx hier. So. Riordian, du hast doch immer was zu gackern hier. Riordian. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Tränke. Erzähl mir mehr über. Was willst du? Das hatten wir, glaube ich, alles schon durchgefragt. Saturas schickt mich. So? Ich soll die 5 Herrenhäuser von Jakendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Mhm. Nette Beschreibung. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Das Haus der Heiler steht mitten in der Sumpfregion und wurde von einer Menge Steinwächtern verteidigt. Es steht also immer noch? Ja. Fragt sich nur, wie lange noch? Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich die Zeugen der Vergangenheit in diesem zerfallenen Zustand sehe. Guck mal. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ich habe ihren Anführer getötet. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Jo, Herrenhäuser, zeig mir, wie ich mein Irrlicht wegen der Herrenhäuser. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Erzähl mir nochmal, wo sich jedes einzelne... warte mal. Ich dachte, er sagt das nochmal wegen hier den roten Steintafeln. Orks im Canyon erledigt. So, genau, eine Woche später sind wir statt bei Bescherung bei Goldmine angelangt. Also, Neujahr.
Stimmt, hätte ich Neujahr hinschreiben können. So. So, der ist es also auch nicht mit dem Hammer. So, Merdarion Myx hier auch nicht. So, dann hätten wir noch Satoras. Wir fragen mal direkt Satoras. Kronos, wer ist noch? Nefarius. Ja. Nefarius, Kronos, fragen wir mal wegen dem. Hey! So. Ja, du willst nichts mehr von mir? Umso besser. So. Lass uns handeln. Ja. Wir gehen dann nochmal fix zu den Piraten. Hey. So. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Wer wird Lenz jetzt ersetzen? Ich kann keinen der anderen Brüder diese Aufgabe geben. Wir haben einfach nicht genug Leute. Das ist wahr, mein Sohn, aber es gibt niemand hier, der diese Aufgabe übernehmen kann. Hier gibt es nur Banditen und Piraten. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. So. Wegen Raven. Ich war im Banditenlager im Osten. Raven ist ihr Anführer. Aber um an Raven heranzukommen, muss ich erst noch einige der Banditen aus dem Weg räumen. Gut. Dann viel Glück. Aber vergiss nicht, dass es schnell gehen muss. Raven darf sein Ziel unter gar keinen Umständen erreichen. Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja doch, ich arbeite dran. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Die Banditen benutzen diese Steintafeln als eine Art Zahlungsmittel. Die Tafeln tragen das Zeichen Quahodrons, eines großen Kriegers. Er ist der Feldherr, dessen Sohn Radames die ganze Stadt in den Untergang getrieben hat. Tch, ich wette, die Banditen wissen nicht einmal, mit was sie da handeln. Dieses Ding hier lag in einem Gebäude nahe des großen Sumpfes. Das wird das Haus der Heiler gewesen sein. Wir wissen sehr wenig über sie. Sie scheinen die ersten gewesen zu sein, die verschwanden. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Jo. Hier hast du etwas Gold zu deinem... Ich werde sehen, ob ich was finde. Jo. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. So. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. So. Adanos möge dich... Ja. So, die Furt der Wassermagier. Pass mal auf. Wir machen jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt hier speichern. Dann gehe ich zu den Piraten runter. Hier, wo waren wir hier oben? Piraten runter. Versuche dort Sumpfkraut zu erhaschen. Also hier in grünen Novizen. Aber... Warum geht das nicht mit dem Stängelbraun? Also wer darauf eine Antwort hat, bin ich ganz Ohr. Die Flagge hier oben, wie ein Brett. So. Wer war hier der Händler? Der hier. Stimmt, die für Abigail. Zeig mir deine Ware. Brauchen wir auch noch. Ein Stängel Sumpfkraut, na klar. Ach, Hete. Das hab ich früher auch immer gesagt. Ich will jetzt nicht echt extra bis nach Korinnes stick. Nee, da hatte nix.
Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Der Mörder interessiert mich nicht. Was ist mit meinem Grog? Kauf dir selber welchen. So, hat er gelitten? Ja, steh gefälligst auf, wenn ich mit dir rede. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblang. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Jo, hab ich. Jo, okay. Der Samuel tat noch handeln. Aber der hat auch nichts für mich, oder? Hey! Was ist denn hier? Hey. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Das ist das absolute Mörderzeug. Pass auf. Du machst mir Angst. Ich glaube, ich werde trotzdem einen Versuch starten. Das ist das absolute Mörderzeug. Was hast du so? Bei mir gibt's alles, was... Oder habe ich kein Stängel Sumpfkraut? Fehlt mir dazu was? Ein Stängel Sumpfkraut habe ich doch. So, was ist hier? Elixier des Fallschutzes. Klingt natürlich auch nicht unbedingt schlecht. So. Okay. Ich will was stärken. Was da? Ich will Loose Hammer. Gutes. Ja, das andere kaufen wir jetzt mal nicht. Ich muss Gold sparen. So. Ja, jetzt rennen wir trotzdem zurück. Scheiße. Na gut, egal. Wichtig ist, dass wir das mit Fortuno gemacht kriegen, bevor wir zu Raven gehen. Okay, und zu Raven gehen wegen der Kontinuität, aber... Ja. Moment, hat irgendjemand im Sumpflager das zu verkaufen und ich renne hier irgendwo hin. So einfach kommt man an Loose Hammer. Gut, kostet uns 30 Goldstücke. Da muss man natürlich abwägen, was einem jetzt lieber ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zutaten alle habe. Das ist das absolute Mörderzeug. Stimmt, ich hätte mal ausprobieren können, ob die hier in der Mod hier mit Blues Doppelhammer da irgendwas gemacht haben. Dass da mehr passiert, als dass man nur die Hälfte Leben verliert. Im Canyon müssen wir noch die Steintafeln holen. Aber keiner der Wassermagier spricht nicht auf irgendeinen Hammer an. Aber wir gehen ja sowieso in die... Jo! Nee, Quatsch, hier sind wir. So, wir geben erstmal unten hier Loose Hammer ab. Und dann gehen wir in die Mine. Links, geradeaus, oh, Snuff. Ich habe den Schnaps gebrannt. Ja. Ausgezeichnet, dann mache ich das mal fertig. Hier, du kannst direkt eine Portion probieren. Das macht einen starken Arm. Ach, und wenn ich dir nochmal helfen kann, alle Informationen sind ab jetzt für dich umsonst. Das ist aber nett von dir. Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Stimmt. Da wäre ja noch jemand. Wir gehen erstmal hier dem anderen Typen Bescheid sagen, dass der Esteban jetzt tot ist. Wir wollen uns ja von jedem hier feiern lassen. So. Ich
bin hierher gekommen und keine Ahnung, Franco ist tot. Juan ist tot. Esteban ist tot. Der Bandit, dem wir auf den Sack gegangen sind, hier ist tot. Und der eine Bandit, den wir aus Versehen getroffen haben, ist tot. Plus die beiden Leibwachen. Das sind schon 7 Banditen, die wegen mir hier ihr Leben gelassen haben. So, bei der Map hier. So, Junge, mein Freund. Ich sag dir. Guck mal hier. Esteban ist tot. Echt? Mann, das nenne ich Glück. Wer hat das getan? Sagen wir einfach jemand, den du kennst. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Jetzt kann ich wieder ins Lager. Jo, okay. Ja, wegen Abigail hier hinten, das mit dem Schattenläufer, das machen wir nochmal. Ich will jetzt endlich in die verdammte Mine. Aber dafür haben wir jetzt 2 Leuten geholfen, ins Lager zu kommen. Dafür mussten wir nur 7 Leute umbringen, aber naja, gut, okay. Dafür sind wir ein dreckiger Bandit geworden. Immer noch unschlüssig, wie ich dann mit den Minecrawlern fertig werde. Stimmt, ich wollte bei den Magiern. So, weißt du, wir haben noch einen Teleport. Konnte ich überhaupt bei den Magiern hier Mana lernen oder nicht? Nee. Wer konnte mir Mana beibringen von den Magiern? Vatras, ich weiß. Aber ich meine hier. So, irgendwo liegen auch die toten Butler rum. Und natürlich Truhen. Dreckiger Dieb, na warte. So, hier irgendwo waren auch 3 Truhen oder sowas in so einer Hütte. Guck mal hier. Sklave. War das jetzt ein grüner Novize? Nee. Nimm doch mal, räum doch mal den Typen hier aus. Haben wir schon. Die letzte ist verschlossen, oder? Ja klar. Alles nach rechts. Ja. Na okay. Halt! Uiuiuiuiui. Jawohl. Genau so habe ich mir das gedacht. Junge, ich spring doch mal hier. Alter, ich komme gleich rein ins Spiel. Wenn es so weitergeht mit dir. Amulett der Heiler. Ja, das weiß ich noch. Und jeder hätte gedacht, ich würde das übersehen. So, wir nehmen erstmal hier den ganzen Krempel mit. Da lag nämlich was Goldbeutel. Ein Blitz. Da liegt ein Blitz rum. So. Getty. Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Jo, haben sie eine Spitzhacke? Normalerweise schon nicht. Ich verkaufe die doch extra nicht. Ist jetzt dein Scheiß ernst?
hatte doch mal eine. Ihr wollt mich wirklich rollen hier. Ich habe keine Spitzhacke verkauft. Wann soll ich eine Spitzhacke verkauft haben? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Haben die etwa denselben Bug drin wie bei Xiaris Rückkehr, dass die Spitzhacken verschwinden? Hey, du! Wähl auf das Geschäft. Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine. Aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein, ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Oh. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Scatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwyn aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Ach nee, kann man nicht nachmachen. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Jo. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Und ein bisschen Gold, ja klar. Erzähl mir mehr übers... Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Aber vielleicht hat Lucia noch eine Flasche. Wohl bekomm's. Boah, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Dafür, ich werde dir sogar die besten Rüstungen verkaufen. Ui. Verkaufst du Rüstungen? Hat doch gerade wenn gesagt. Du sie bezahlen kannst. Und welche Rüstungen bietest du mir an? Ich kann dir eine Schattenrüstung anbieten. Als ich aus dem alten Lager abgehauen bin, habe ich einige davon mitgehen lassen. Hast du nichts Besseres im Angebot? Ich kann dir natürlich auch eine Gardistenrüstung anbieten, doch dann reißt mir Bloodwyn den Kopf ab, wenn er davon erfährt. Das kann ich nur mit seiner Zustimmung machen. Also entschuldige, Kumpel, da kann ich dir nicht helfen. Was ist, wenn Bloodwyn zufällig sterben sollte, kannst du sie mir dann verkaufen? Nun, wenn so etwas geschehen sollte, denke ich, dass das möglich wäre. Doch ich bezweifle, dass das je passieren wird. Verstehe. Okay. Lass uns handeln. Jo. Immer noch 5. Aber ich brauche Pfeile da tatsächlich. Nee, Quatsch, das war Bolzen. Egal. So. Ich
hab doch meine Spitzhacke nicht verkauft. Was ist denn das für ein... Wir gehen erstmal rein. Ich achte doch immer explizit darauf. So, und hier, warte. Warum hat er die hat? Ja, geht natürlich auf die Ausdauer. Erstmal hier. Hey, du. Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir... 5 Goldmünzen und keine Münze mehr. Ja, das wollen wir mehr. Nur 5 Goldmünzen? Du hast mich schon verstanden. Und wenn es dir nicht passt, dann kannst du dein Gold behalten. Eben, alles klar. Wollen wir sich mal 10? Lass uns falschen. Nein, nein. Das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Jo, warte mal. Lass uns tauschen. Warte mal. 10 Goldbrocken. 80 habe ich gelesen, warte mal. 10 Gegenstände gegeben, Goldbrocken 80. Naja, ist doch eine komische Rechnung, wenn er sagt 5 pro Stück, aber naja, okay. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme! Das war der Klang des Untergangs der Welt! Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Das Problem ist, ich hab da gerade nicht ganz aufgepasst. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Bist du bereit? Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar! Ich hab das immer noch nicht richtig mitgekriegt. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Sag mal, du spuckst beim Sprechen. Kannst du Raven? Klar! Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Klassiker. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Ich glaube, wir lassen das mal besser. Kannst du mir beibringen, wie man Gold schmilzt? Ja, aber nicht umsonst. Ja, klar. Es ist nicht schwierig, wenn du genug Erfahrung mitbringst. Immer dasselbe Theater. 1500 Kröten. Kannst du Rüstungen beschlagen? Vielleicht kann ich's, aber was geht dich das an? Nun, ich dachte, du könntest mir was beibringen. Wie naiv du doch bist.
Wie kommst du darauf, dass ich dich unterrichten werde? Glaubst du, du kannst einfach so herkommen und mich darum bitten? Ja. Fragezeichen. Sehe ich etwa aus wie eine Zauberfee, die dir alle Wünsche erfüllt? Nee. Ich könnte dich dafür bezahlen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das ist doch schon eine ganz andere Sache, Junge. Wenn du wirklich Gold hast, kann ich dir ein paar Tricks zeigen, wie du deine Rüstung verbessern kannst. Jo. Dazu solltest du dich jedoch zunächst einmal im Schmieden auskennen. Hm. Doch wie ich sehe, hast du vom Schmieden nicht die geringste Ahnung. Entschuldigung. Hör zu, Junge. Geh und lern erstmal Schmieden. Danach reden wir weiter. Und bedenke eins, für das Training wirst du bezahlen müssen. Training. Das habe ich schon verstanden. Jo, aber wie eine Zauberfee siehst du nicht aus. Ich habe Zauberfeen gesehen, die sind pornös. Die sind nicht nur geil, die sind pornös. So, das kann ich von dir nicht unbedingt behaupten. Oh, okay. Ich würde mal sagen, wir klauen dem jetzt noch irgendwas hier von dem Tisch. Ich will irgendwas mitnehmen. Ich kann, guck mal hier, Schmiedehammer, den nehmen wir mit. Okay. irgendwas musst du mit. Jo. Okay, Ausdauer ist voll. So. Mit dem Rest, in der Reste, die Reste hier in der Goldmine. Reden wir beim nächsten Mal. Okay. Damit nochmal ein frohes neues Jahr von mir an der Stelle. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht oder reingefahren. Und damit Dankeschön fürs Zusehen. Ja, wir werden auch im neuen Jahr natürlich hier weitermachen. Damit lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Und schaut doch gerne mal bei Twitch TV vorbei. Link in der Videobeschreibung. Dankeschön dafür und gute Nacht. We'll be right back.